Du würdest gerne wissen, wie man ein Fremdkapitalkonto erhält und wie das Ganze funktioniert eigentlich? In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt meinen Beweis mit vorheriger Ansage auf Instagram, ganz wichtig, und Beweis meiner Schüler, wie sie es geschafft haben, ein Fremdkapitalkonto zu kapitalisieren. Und noch ganz wichtige Informationen dazu. Also, bleib bis zum Ende dran. Viel Spaß mit dem Video. Ja, meine Lieben, bevor ich es noch vergesse, es wurde die letzte Zeit sehr oft angefragt, LMI oder Fremdkapitalanbieter, ob ich mal so ein Konto hochtraden kann, dass ich das schafft, mich qualifiziere für so ein gefoundetes Konto. Das habe ich schon in der Akademie gemacht gehabt, in der internen Akademie, das sieht man dort auf den Videos, aber für alle anderen externen jetzt nicht. Deswegen werde ich ab morgen, übermorgen die Challenge anfangen und ja, die Fremdkapital Challenge, nennen wir es mal so, und mich dort kapitalisieren, dass ich also alle zwei Qualifikations-Sessions durchmachen, dass ich mich einfach kapitalisiere und es euch dann präsentiere, ganz einfach. Und das werde ich morgen oder übermorgen in den Angriff nehmen, also ihr wisst schon Bescheid, das Datum steht fest und dann können wir mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Sonst habe ich eigentlich nichts, dann wünsche ich euch. So, fangen wir an. So, was siehst du jetzt hier ganz genau? Und zwar siehst du hier den LMI Trader Report. LMI ist Liberty Market Investment, das ist ein Fremdkapitalanbieter. Es gibt zig verschiedene Fremdkapitalanbieter. Ich habe mich für LMI entschieden, da LMI sehr gut mit Volvix interagiert und wir über Volvix die Reporte rauslassen können. Also eine perfekte Schnittstelle zu Volvix. Vorab nochmal, Fremdkapital, Eigenkapital, wenn dich das interessiert, das ganze Thema, wie das Ganze aufgebaut ist, schau in meine Bibliothek bei YouTube, da gibt's das Video Eigenkapital oder Fremdkapital Trading, da wird alles nochmal erklärt, wieso, weshalb, warum. So, fangen wir an. Hier siehst du ganz eindeutig, in welcher Session ich mich befinde, und zwar in der Practice Session. Die Practice Session ist der Anfang, danach kommt die Qualifying Session. Es gibt zwei Stufen, die wo man bestehen muss. Wenn man die besteht, dann ist man gefoundet und kriegt ein gefoundetes Konto. Hier der erste Tag von mir, den ich getradet habe. Hier sieht man, was ich ertradet habe an einem Tag gleich. Das vorab, bei der Practice Session kann man die Lotzahl aussuchen, also beim 150k-Konto. Das ist das höchstmöglichste Konto, das man ertraden kann. Das habe ich hier auch ausgewählt natürlich. Und da kann man 15 Lot auswählen, ja, also traden mit 15 Lot. Ich habe hier eine Trade abgesetzt mit 10 Lot und $8,714 damit ertradet. Also man muss 8.500 schaffen, dass man in die nächste Stufe reinkommt. Ich habe hier gleich mit einem Trade an einem Tag schon das Ganze geschafft und damit einen der 5 Tage geschafft, sagen wir es mal so. Man muss mindestens 5 Tage traden, das sieht man auch oben an den Rules dort. Also die Regeln, die wo man hat, wenn man ein Fremdkapitalkonto tradet. Genau, das war der 8.4., der erste Tag nach der Ansage von mir auf Instagram. Das darf man nicht vergessen, ich habe das ja auf Instagram angesagt, dass ich jetzt mal nochmal so ein Konto traden möchte, wie ich das letztes Jahr natürlich gemacht habe und in der Akademie als Inhalt habe, dass man einfach sieht, wie das auch funktioniert und wie ich das getradet habe in der Akademie. Und jetzt hier nochmal eins für YouTube. Genau, da ich die 8.500 geschafft habe im ersten, also den Step, wollte ich die nächsten 4 Tage, also 5 Tage im Gesamten, einfach mit kleinen Trades abschließen, die wo 2-3 Sekunden laufen, dass ich einfach die 5 Tage hinter mir habe und in die nächste Session reinkomme, in die Qualifying Session. Das sehen wir jetzt auch hier am 9.4., da habe ich $1,76 erwirtschaftet innerhalb 11 Sekunden, also da bin ich rein in den Markt und sofort wieder ausgestiegen nach einer Position, also nach ein, zwei Ticks
und einfach ja, im Gewinn oder im Verlust den Profit mitzunehmen und den Trade abzuschließen. Und so habe ich auch, wie du siehst, am 13. und am 14., also die folgenden Tage so getradet, weil ich einfach hier, ja, die Session, die Practice Session, die erste Stufe, bevor man ein gefundetes Konto kriegt, dass ich das einfach schnell und einfach durchkriege und der innerhalb der 5 Tage schaffe, weil ich habe ja den ersten Trade mit den ersten 10 Kontrakten, also 10 Lots und einen Trade ja am ersten Tag schon geschafft gehabt, also die Hürde von $8.500. Genau, und deswegen habe ich jetzt hier einfach, wie du siehst, alle 5 Tage ja auch im Profit abgeschlossen, aber das ist ja mal egal, auch wenn es ein Verlusttrade wäre. Ich dürfte einfach nicht unter die 8.500 kommen, dass ich einfach die erste Session hier, die Practice Session, einfach zügig innerhalb 5 Tage durch habe und das Ganze in die Qualifying Session schaffe und reinkomme. So, was haben wir jetzt hier? Hier sind wir in der Qualifying Session, also in der zweiten Qualifizierungsphase. Da werden die Regeln noch enger. Man darf am Anfang nur mit kleinen Lots handeln, also mit 3 Lot bis zu einem gewissen Punkt, bis $2.000, glaube ich. Und dann kann man die Lottzahl erhöhen. Was siehst du hier? Ganz oben Qualifying Session, 150k Konto, also 150.000 K Konto. Meinen ersten Trade heute, also am 16.04. Gleich nach der Practice Session war das. Da habe ich einen Trade abgesetzt mit 3 Lot. Entschuldigung, 3 Trades abgesetzt, jeweils mit 3 Lot. Das sieht man auch an den totalen Contracts. Und $2.555 erwirtschaftet innerhalb von 1 Stunde und 45 Minuten. Genau. So, dann kommen wir schon zum zweiten Tag. Das ist der 17.04. gewesen. Was siehst du dort? Da habe ich die $6.620,50 erwirtschaftet. Da habe ich 2 Trades im Gesamten gemacht. Alles nach Strategie natürlich, nach meinem Handelssystem, was ich in meiner Ausbildung auch beibringe. Da sieht man ganz genau, ich habe 2 Trades gemacht, jeweils 5 Kontrakte, also 5 Lots getradet, insgesamt 10 Contracts, weil ich dort ab $2.000 schon 5 Kontrakte handeln durfte nach den Regeln und ja, habe meine Setups verwirklicht, innerhalb 58 Minuten $6.026,50 erwirtschaftet und ja, somit schon eigentlich über die $8.500 Grenze gekommen bin und ja, das Ziel schon erreicht habe. Das nächste Ziel wäre jetzt eigentlich dann nur noch die 8 Tage durchzutraden und dann hätte ich eigentlich ja, ein gefoundetes Konto erwirtschaftet. Ganz einfach. So, das habe ich auch im Folgenden dann natürlich gemacht. Was du hier aber sehen kannst, ist ganz genau hier oben, das wird dann grün eingeblendet, die $8.500 Profit Target und Trade am Minimum of 8 Days, also mindestens 8 Tage traden. Natürlich an die Regeln halten. Die Regeln findest du im Handbuch bei den jeweiligen Fremdkapitalanbietern. Die stehen da drin, was für Regeln es gibt. Du darfst nur diese Produkte handeln. Du darfst nur so und so viel Verlust am Tag haben. Dann darfst du nicht an Feiertagen handeln, bei Nachrichten handeln. Also da gibt es schon einige Regeln. Aber wenn man sich disziplinarisch an die Regeln hält, dann kann man solche Ergebnisse ja schaffen, machen, erwirtschaften und ja. Das einfach hier nochmal zu zeigen, wie es eigentlich funktioniert. Wenn man jetzt so rechnet, habe ich die Qualifying Session in 5 Tagen geschafft. Und jetzt sind wir hier im zweiten Tag von den 8 Tagen in der Qualifying Session. Genau, davor war es die Practice Session. Und genau, in der Qualifying Session schon am zweiten Tag natürlich mit 2 sehr guten Trades. Nach meinem Handelssystem erwirtschaftet eigentlich ganz in Ordnung, ganz sauber, schön getradet. Und schon das Target erreicht. Also mit 10 Kontrakten natürlich, jeweils 5 Kontrakte, 2 Trades. Genau, und hinten sieht man halt die Trading-Zeit, wie lange ich in der Position drin war und ja, wie viele Winning-Prozente ich hier habe. Das sind 100%, weil ich 2 Trades im Gewinn abgeschlossen habe. Eigentlich ganz simpel und einfach erklärt. So sieht auch der LME Trader Report dann später für das Founded-Konto aus. So, was habe ich dann gemacht? Wie bei der Practice Session habe ich ja innerhalb 2 Tage mit 2 perfekten Trades natürlich meinen Profit abgeschlossen, das, was ich schaffen musste, die 8.500. Die sind auch oben grün eingeleuchtet jetzt. Daher habe ich wahllos in den Trade, beziehungsweise jetzt am 20.04. eingestiegen, einfach mit 3, 4 Ticks Stop-Loss im Micro-Futures natürlich.
da ich hier eine kleine Positionsgröße und Positionskosten habe, ja, eingestiegen, ausgestiegen, dass ich jetzt einfach hier summa summarum die 8 Tage auch vervollständige, wie in der Practice Session und natürlich über meinem 8.500 $ Profit bleibe, dass ich einfach dieses Konto auch, ja, geschafft habe, nennen wir es mal so, wortwörtlich. Was sieht man hier oben? Natürlich nochmal meine Current, also der aktuelle erwirtschaftete Preis ab den 150.000, die $8.573. Und genau, einfach die High and Lows, dann das wöchentliche P&L, Gewinn-Verlust, das wöchentliche, dann die Average Winnings Days und die Losing Days, Best Day, Worst Day. Also man hat hier eine kleine Analyse für sich natürlich, die, wo man hier als Report hat. Ganz einfach. So, dann schauen wir mal weiter. Ja, dann haben wir hier den 21.04. Da habe ich wie bei in der Practice Session wahllos, also 4 Sekunden ging das Thema, eingestiegen, ausgestiegen mit festen Stop-Losses und einem, also mit einem festen Stop-Loss, mit einem festen Take-Profit. Und das wie gehabt, wie am 20.04., da wo ich den 8-Dollar-Loss gemacht habe und jetzt am 21.04. Ja, ein und dasselbe. Da macht es gar nichts aus. Ich will einfach hier über die 8 Tage durch, dass ich die 8 Tage da schaffe und in die Founded Session reinkomme. Also das Konto bekomme, mit dem ich ja echt Geld traden bzw. handeln kann und je nach Vereinbarung, je nach Vertrag, ich hier mein Geld rauskriege. Ganz einfach. So, dann gucken wir mal weiter. Der 22.04.2020, auch wieder das gleiche Spiel, rein in den Markt, raus in den Markt. Ja, also das sind auch keine Setups bzw. Handelsstrategie, Trades, das sind einfach willkürliche Trades, das muss ich auch vorab sagen. Die letzten drei natürlich. So, gucken wir weiter. Der 23.04., wieder das gleiche Game. Rein, raus in den Markt, willkürlich, auch wieder im Mikro-Futures natürlich unterwegs, da hier der Kontraktpreis sehr gering ist und ich hier einfach auf der sicheren Seite sein möchte. Genau. So, dann gucken wir mal einfach weiter, was als nächstes kommt. Wir wollen ja unsere 8 Tage überstehen und schaffen und das ist das Wichtigste für uns, dass wir einfach unser kapitalisiertes Konto kriegen. So, der 23.04., wie du erkennen kannst oder wie ihr sehen könnt, das gleiche Spiel, ein Trade rein, raus. Diesmal ging es etwas länger, über eine Minute, weil der Markt sich einfach nicht entscheiden wollte, in welche Richtung er wollte. Und deswegen hat es ja eine Minute gedauert. So, 24.04., wieder dasselbe Spiel, $1,76 erwirtschaftet, innerhalb 11 Sekunden. Und genau, dann haben wir hier noch 2, 4, 6, 7, haben wir noch einen Tag übrig. Und dann würden wir es schaffen, in die Kapitalisierung reinzukommen, um ein kapitalisiertes Konto zu bekommen. So, dann schauen wir jetzt unseren letzten Tag an, den 8. Tag. Da auch einen kleinen Verlusttrade gemacht, einfach willkürlich wieder rein, wie die letzten Tage alle. Dass wir einfach unser Ziel erreichen, über den $8.500 bleiben und einfach diese 8 Tage durchtraden und dann ein gefoundetes Konto kriegen. Ganz einfach. Also, wie ihr sehen könnt, geht das ganze Ding wirklich sehr, 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 ja, was heißt sehr leicht? Wenn das Mindset, die Disziplin passt, dann ist es ein Ding, was innerhalb 13 Tage, wenn wir das jetzt zusammenzählen, in der Practice Session 5 Tage und in dieser Session sind es 8 Tage. Das heißt, ich habe innerhalb der Practice Session und der Qualifying Session 13 Tage getradet, gebraucht und summa summarum, wenn man 8,5 und 8,5 zusammenzählt, einen, ja, Qualifying-Konto auf $17.000 hochgetradet und damit mich qualifiziert und nach dieser Session jetzt bekomme ich mein gefoundetes Konto, mein 150.000 € Konto von Liberty Market Investment. Natürlich zählen die ganzen Regeln noch da. Und genau, wie sieht es jetzt aus? Wie funktioniert das jetzt nach dem hier? Das Ganze sieht so aus. Ich
oder beziehungsweise man bekommt einen Vertrag zugeschickt. Genau. Zunächst muss man seinen Perso scannen, etc., eine Rechnung mitschicken, einfach zur Verifizierung. Und dann bekommt man von der Fremdkapitalfirma einen Vertrag zugeschickt, egal bei welcher Fremdkapitalfirma. Den muss man einfach ausfüllen. Da geht es einfach um die ganzen Regeln nochmal. Da wird man darauf sensibilisiert, was man Konto man hat, wie tief man fallen darf, was für ein Drawdown man hat, was man Tagesverlust man hat, welche Produkte man handeln darf. Genau, und dann unterschreibt man das Ganze und dann schickt man das zurück per E-Mail oder per Sign-in-Fax. Und dann wartet man auf die Firma, auf die Fremdkapitalanbieter, bis sie sich melden und ja, dir dein Fremdkapitalkonto zuweisen. Und dann kannst du mit Echtgeld handeln und daraus Geld verdienen. Zwecks, was man verdient, 80-20-Splitting, wie das ganze Thema aussieht und der steuerliche Hintergrund natürlich. Schau dir das Video bei mir an, Eigenkapital oder Fremdkapital Trading, Fragezeichen. Das verlinke ich auch noch natürlich, dass du da auch noch mal einen Einblick hast. Aber wie du siehst jetzt nochmal, wenn wir jetzt hier eindeutig darüber sprechen wollen, nochmal der Beweis von mir. Ich zeige es dir. Practice Session, Qualifying Session. $350 habe ich hier investiert, damit ich so ein Fremdkapitalkonto überhaupt ertraden darf. Und $350 innerhalb 13 Tage mich kapitalisiert, ein Profit von $17.000 erwirtschaftet und nach oben getradet. Ganz einfach. Das zudem, wenn du noch an diesen ganzen Themen Interesse hast, etc., schau dir das Video an. Ich verlinke es auch nochmal. Es kommt am Ende des Videos meine Performance, meine Jahresperformance, die ich jedes Jahr eigentlich gepostet habe. Und dieses Fremdkapital-Thema, ja, das habe ich ja auch schon letztes Jahr gemacht gehabt. In der Akademie gibt es da nochmal ein Video dazu. Also für die Mitglieder, da habe ich ein kleineres Konto ertradet, aber hier nochmal das Thema. Schau dir das ganze Thema an, ist sehr, sehr wichtig. Und ja, hier nochmal der Beweis dazu, innerhalb 13 Tage, was man alles erreichen kann. Ich bin gefoundet, ich bin kapitalisiert. Ja, und wie sieht so ein gefoundetes Konto aus? Das zeige ich dir hier. So sieht ein gefoundetes Konto aus, also der LMI Trader Report. Man sieht ganz genau hier, dass man bei Step Founded Pro ist. Was für ein Konto? 150k. Dann der Status, er ist offen. Dann wie beim letzten Mal, bei den letzten Accounts, die ganzen Regeln. Hier sind jetzt ein bisschen weniger Regeln geworden natürlich, aber die zählen alle noch mit. Genau. Und dann habe ich hier nochmal einen Trade gemacht. Am 4.5. der allererste Trade in diesem Account. An einem Tag innerhalb 25 Minuten $737 verdient. Ja. Ja. Die Beträge und die Trades, die sagen schon alles aus, was eigentlich hier drin ist. Wobei man hier sagen muss, ich habe hier nur mit kleiner Lotzahl gehandelt, also mit 2 Lot. Ich darf hier nur mit 3 Lot am Anfang handeln. Erst wenn ich die 2000er Grenze wieder überschritten habe, dann darf ich meine Lotzahl erhöhen. Ich habe hier 2 Trades gemacht, einmal im CL und einmal im ES. Jeweils 2 Kontrakte, man sieht es, Totalkontrakte 4 und innerhalb 25 Minuten $737,44 verdient. So, und so sieht das gefoundete Konto aus. Nochmal als Beweis, sagen wir es mal so. Was passiert jetzt mit dem Konto? Ja, das Konto wird jetzt intern für das neue Projekt natürlich ausgenutzt und getestet, gemacht, getan. Es wird nicht weiter getradet, also so kontinuierlich wie jetzt, weil ich trade ja mein eigenes, ja, Echtgeldkonto, was bei mir Priorität A hat, womit ich mein Geld verdiene, meine Brötchen verdiene. Und genau, das Konto wird jetzt als zu Testzwecken genutzt, nennen wir es mal so. Die, wo mich auf Instagram verfolgen, die haben schon von dem neuen Projekt gehört gehabt. Und das wird jetzt genau mit dem auch gemacht. Das zudem. Und als nächstes habe ich für dich hier die Beweise von den Mitgliedern, die wo es geschafft haben, so ein gefundenes Konto zu bekommen. Ganz zum Schluss noch Screenshots von mir hier gezeigt, von den Mitgliedern in der Akademie, die wo es auch alle geschafft haben, ein gefoundetes Konto zu erwirtschaften, also die wo Fremdkapital machen wollen, ja. Nicht Eigenkapital, die wo mit Fremdkapital handeln wollen. Da kriegst du jetzt noch mal ein paar Screenshots von mir. Schau auf Instagram zu.
Dort bin ich aktiver, da poste ich auch immer diese Screenshots. Jetzt habe ich hier ein paar Stück gefunden, die möchte ich dir hier im Video nochmal hinten ranhängen. Aber auf Instagram siehst du in den Stories, in den Posts immer die Beweise, immer die, ja, die Gewinne unserer Mitglieder, der Schüler. Und ja, schau es dir einfach an. Abschließend vor den Screenshots nochmal, was sind deine Erfahrungen? Wie lange bist du schon dabei? Wo liegen deine Schwächen? Lass es mich wissen, damit auch ich dir vielleicht ein kleines Stückchen Klarheit bringen kann. Und wenn du weitere Videos sehen möchtest, abonniere einfach meinen Kanal, gib mir einen Daumen nach oben. Immer mittwochs ab 19 Uhr gibt es ein neues Video von mir. Und wenn ich dein Interesse geweckt habe und dich weitere Videos von mir interessieren, schaue doch mal das Video hier an. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.